Morgen, meine Lieben. Ich sag's euch, ich bin so müde. Aber stellt euch, ich habe eure Jause noch gar nicht gesehen. Geburtstagsjause. Wollt ihr sie sehen? So. Jetzt beide das gleiche. Okay? Ein bisschen auch bei dir in der Tasche. Also, das ist eure Jause. Ja, im Kindergarten, ja? Du hast ein L mit 5 Sterne, weil du 5 bist. Und die Luisa hat ein L mit und Luisa mit 3 Sterne, ja? Ja, auf jeden Fall mache ich mir jetzt schnell einen Kaffee. Der Papa führt gerade die Michelle in den Kindergarten, in die Schule. Kindergarten. Da haben sie die Michelle schon 5. Mir ist so schwindelig. Luisa, lass deinen Rucksack zu. Oder 3 oder 4. Ich fahre jetzt gleich ins Krankenhaus danach zum CTG. Luisa, nicht aufmachen. Ich will jetzt ihre Jause auch nochmal anschauen. Boah, cool. Mach wieder zu. Gut, mein Lieben, ich werde jetzt ins Krankenhaus fahren. Und melde mich dann später. Kamera lasse ich zu Hause, weil dort kann ich sowieso nicht filmen. Vielleicht kann ich was mit der Handy oder so, aber mal schauen. Hey, meine Lieben, ich bin wieder zurück vom Krankenhaus. Habe in der Zwischenzeit natürlich noch andere Sachen erledigt. Wie zum Beispiel die Mädels vom Kindergarten abgeholt, mit denen Mittag gegessen, die Michelle noch von der Schule geholt. Der Papa hat heute nämlich keine Zeit gehabt. Der hat nämlich selber Physiothermin und dann hat er noch einen Orthopädentermin, also bei einem Orthopäden, das ist ein privater, also eine private Orthopädin, weil er hatte da leider ein bisschen Pech. Ich erzähle euch mal was ganz kurz, weil vielleicht fragen sich die ein oder andere, warum der Papa jetzt immer bei Physiotherapie ist und was mit ihm los ist. Der Papa hatte mal, ich glaube, ich muss kurz nachrechnen, ist noch vor Lara, also das war so 2014 oder so, hatte er einen Arbeitsunfall. Ein Mitarbeiter von ihm ist zu schnell mit dem Stapler gefahren, hat etwas in der Kurve umgeworfen, und zwar nämlich einen Container. Und dieser Container ist auf Papa gekracht. Ja, als mich damals sein Vorgesetzter mich angerufen hat, oder sein Arbeitskollege, weiß ich gar nicht mehr, irgendwer hat mich angerufen und hat mir gesagt, ja, ich soll schnell ins Krankenhaus fahren, es ist was auf ihn gefallen. Ich dachte damals schon, querschnittsgelähmt oder irgendwie eine starke Verletzung oder so. Also das habe ich wirklich gedacht. Ich konnte auch nicht mit ihm reden, er konnte nicht reden, weil er musste gelagert werden. Rettung hat ihn geholt, dies, das. Und ja, ist aber nichts dergleichen passiert, wie ihr natürlich jetzt wisst, weil ja, er ist quasi normal. Aber er hat seitdem halt immer so Rückenschmerzen gehabt und die haben sich mit der Zeit halt verschlimmert. Jetzt sind quasi schon 6 Jahre vergangen seit dem Unfall und er hatte am Anfang wirklich gar nichts. Er war ein bisschen im Krankenstand, musste sich schonen und nichts schwer heben, dies, das, aber sonst hatte er nichts. Und mit den Jahren, also wenn man ein bisschen älter wird, also hat sich jetzt bei ihm so ein Bandscheibenvorfall entwickelt. Das ist einfach durch Zufall auch letztens rausgekommen, weil der Papa hat ein MRT gemacht, also die MRT, es war eigentlich nicht Zufall, sondern er hat es auf unserer Hausärztin gesagt, dass er jetzt immer wieder mal Rückenschmerzen hat und ja, und dann hat sie gesagt, ach, weil er hat sowieso ein MRT gemacht wegen seinem hohen Blutdruck und dann hat sie gesagt, okay, dann schauen wir sich die wegen dem Schmerzen halt am Rücken auch gleich an. Und da ist halt rausgekommen, dass er einen Bandscheibenvorfall hat und einen zweiten im Werden. Also voll krass irgendwie. Ja, deswegen ist er jetzt voll brav bei der Physio, weil er muss noch nicht operiert werden, Gott sei Dank, weil er möchte auch nicht operiert werden. Man kann das noch mit Sport und richtiger Physio, also mit richtigen Sport und Physio halt noch verhindern, dass er operiert werden muss. Ja, man muss auch auf jeden Fall was dagegen tun, damit sich der zweite Bandscheibenvorfall nicht auch, also dass der auch nicht sich einsetzt. Ja, und somit, ja, ich war jetzt immer bei der Physio. Er hat heute halt einen Termin bei einer privaten Orthopädin, weil der Orthopäde, wo er war, der war so schlecht. Der wollte ihm halt nur irgendwas andrehen zum Verkaufen, aber irgendwie hat er ihn nicht richtig beraten und ich finde gerade bei so einer Verletzung braucht man einen richtig guten Arzt und deswegen probieren wir jetzt mal diese Ärztin, mal schauen. Ja, nur so, damit ihr auch mal Bescheid wisst, warum der Papa ständig bei der Physio ist. Und ich bin jetzt kurz im Büro, muss das Video für heute noch fertigstellen. Also ich lade es gerade hoch. Und ich habe euch gar nicht erzählt, wie es bei mir im Krankenhaus war. Gut, dann stelle ich euch nochmal kurz ab und erzähle euch, wie es... ein bisschen dunkel, ne? Ich setze mich da hin. Ja, ich war heute auf jeden Fall bei der, im Krankenhaus und ich dachte, dass heute ein CTG gemacht wird. Aber scheinbar wird es jetzt nicht gemacht, wurde es nicht gemacht, also es wurde nicht gemacht. Weil wegen Corona, glaube ich, haben sie das abgeschafft. Früher gab es ja schon bei der Krankenhausanmeldung ein CTG. Dann hatte man noch einen Termin vor der Geburt und dann, ja, ich glaube so ein paar Tage vor der Geburt kriegt man auch nochmal einen Termin. Und dieses Mal wurde jetzt nur ein Ultraschalltermin gemacht. Das heißt, das Baby wurde angeschaut und dem Baby geht's gut. Also die Frau Doktor hat sich das Baby angeschaut, die Position, das Herz, die Größe des Babys, hat alles durchgemessen und hat gesagt, es ist eigentlich alles in Ordnung. Also die Blutversorgung von der Nabelschnur schaut gut aus. Sie hat sich die Plazenta angeschaut, die ist nicht verkalkt oder so. Also das ist ja auch immer ein bisschen, sie hat 2, 3 Punkte gesehen, die Verkalkungen aufweisen, aber sie hat gesagt, das ist ganz normal gegen Ende der Schwangerschaft. Es wäre verwunderlich, wenn es nicht so wäre, weil ich so gefragt habe, so Verkalkungen. Und sie so, nein, 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 das ist alles ganz, ganz minimal und es ist genauso, wie es gehört. Ja, also es ist alles paletti, alles super, deswegen... ja, war es jetzt nicht so schlimm, also dass kein CTG gemacht wird. Und ich habe jetzt noch einen Termin bekommen für den 7.1. Das ist ein Tag vor ET, also ein Tag vor dem errechneten Geburtstermin muss ich dann nochmal hin. Natürlich, wenn das Baby sich vorher meldet, dass das kommen möchte, dann natürlich dann. Sie hat gesagt, ich soll auf jeden Fall sofort kommen, weil... sie auch gesehen hat, dass die Luisa in 2 Stunden kam, die Lara in 4 Stunden, sodass es quasi immer tendenziell schneller ging. Sie hat gesagt, bitte zu Hause, wenn Sie Wehen spüren, kommen Sie sofort. Und ich habe gesagt, ja, das ist eh sowieso geplant, weil ja, ich will halt nicht unterwegs das Baby bekommen. Schaut mal, die Luisa hat was voll Cooles heute in ihrem Adventkalender vom Kindergarten gehabt. Ich glaube, Luisa hat was anderes. Luisa, du musst das ganz lange drinnen lassen, okay? Kennst du das, wo diese Babykuh da immer trinkt? Milch? Ja, yeah, da trinkt die Babykuh Milch. Mhm. War das bei wem war das drinnen? In der Playmobil. Bei dir oder bei der Lara? Bei Luisa. Wow, schaut mal, die Kuh, die hat auch so Stoff, Lara. Hier, die ist so flauschig hier. Jetzt umdrehen. Es ist egal. Luisa, muss mal drinnen bleiben. Die Luisa... aber das braucht man drücken noch. Nee, muss nicht drücken, man muss sie einfach nur drin lassen. Die Luisa durfte nämlich heute im Kindergarten den Adventkalender aufmachen. Und die Lara hat das schon vor 2 Tagen gemacht, gell? Komm hier. Ich habe das nur einmal gemacht. Ja, es geht sich wahrscheinlich nur für jedes Kind einmal ein Türchen aus, oder? Und jeder kommt mal dran, oder? Glaube ich. Ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall, die Luisa hat hier drinnen sein Zauberhandtuch gehabt, weil die Lara hatte das auch. Die haben genau dasselbe drinnen, glaube ich, gell? Oh nein! Du musst ein bisschen warten noch, das löst sich dann auf. Ja, das gehört so, das löst sich ja jetzt auf. Das ist ganz gehypt. Und ich wollte euch jetzt zeigen, was ich mir gekauft habe, und zwar ein Puzzle. Das ist Mamas Puzzle. Das ist Mamas Puzzle, richtig. Die Luisa ist auch so eine Puzzle-Fanatikerin und die Lara auch, gell? Bei uns lieben alle Puzzles. Wenn du dieses Puzzle machst, dann will ich dir mithelfen. Willst du mir helfen? Willst du mir auch helfen dann? Ja! Kann man dann das machen, wenn die Handtuch schon fertig ist? Ja, ich habe mir auch so eine Matte bestellt. Das ist nämlich so eine Matte, wo man... wenn man noch nicht fertig ist mit dem Puzzle, weil so ein großes Puzzle dauert immer ein bisschen länger, dann kann man das so einrollen und später wieder weiterbauen. Und ich habe mir auch ein 1000er-Puzzle bestellt, aber aktuell ist ja ein Puzzle... 1000 Puzzle! Das hat sie kaputt gemacht! Ja, das wird gleich. Was wird denn das? Das wird kaputt sein. Ich glaube, man kann noch ein bisschen dran ziehen, aber wir müssen es noch trotzdem da drinnen lassen, gell? Mhm. Kann ich auch? Und Lara, du wirst nass, wenn du nicht deine Ärmel hochkrempelst. Oh Gott! Gott! Oh Gott! Das ist, was ist da drauf, ha? Ein Regenbogen? Ein Regenbogen. Und da sind schwarze Menschen. Oder so dunkelblau. Nein, das sind so Silhouetten, heißt es, von Kindern. Also so Mama. Kinderformen. So, die Lara hilft mir und die Luisa macht ihr eigenes Bandchen. Gell, Luisa? Schack, schack, schack. Super, Luisa. Bitte gibt es das, wie brav die Lara das macht. Die Lara hat hier schon was gefunden. Und die Luisa ist auch hier. Guckt euch an. Kleine Mausi. Sie hat dir das schon gemacht. Dann hat sie... Da ist, hast du noch ein Ding vergessen. Sie liebt Puzzles. Vor allem das mit Pepperwurz. Das hat sie, glaube ich, schon so oft gemacht, dass sie das ruckzuck zusammenpackt. Die Lara ist auch fokussiert, oder Lara? Macht Spaß. Schaut mal, was macht der Papa hier? Hm? Also, der Papa ist vom Orthopäden zurück und zieht der Emmy eine Windel an, weil die Emmy hat jetzt die Tage bekommen. Sie ist eine Frau. Komm, das ist nicht gut auf. Lach sie nicht aus. Ich lach sie nicht aus. Lara, was musst du damit sagen? Ich mag sie, ich mag sie. Schau mal das Baby, wie sieht aus. Ich finde, sie alles schön aus wie ein Affe. Ja, so. Ich bin ein Hundebaby. Aber ich glaube, die Emmy findet das nicht so geil, oder? Lara, lass dich. Ja, das muss sie so tragen, weil sonst hat sie. Ja. Babyaffe. Ja. Bist du ein Babyaffe? Ja, oh. Ich bin ein Babyaffe. Baby ganz süß ist. Hey Papa, nicht so. Oh, meine Süße. Sophie, willst du auch einen? Ja, ich will auch eine Baby. Bitte, bitte, bitte. Nur den Hund muss man jetzt noch vorwischen und dann ist komplett. Hallo meine Lieben, auch von mir. Ich melde mich auch heute. Ich bin gerade vom Physiotherapie nach Hause gekommen. Ich war auch noch in der Zwischenzeit beim Orthopäde. Und ja, also mir geht es heute ein bisschen besser. Also ich habe fast keine Schmerzen mehr. Also die Therapie, die Physiotherapie, die ich gerade mache, ist ziemlich gut und zeigt natürlich auch Wirkungen. Und ja, jetzt bin ich in der Küche. Ich habe einen riesengroßen Hunger. Papa? Ja. Wieder alle kriegen das Gleiche. Was ich wieder das Gleiche bekomme, was ich bekommen habe. Meinst du? Aha, okay. Und ich habe ein bisschen Bohnen gegönnt. Aber das ist ein Kinderlöffel. Es gibt noch andere Löffel, oder? Ich esse mit Kinderlöffel. Bohnen hat nicht gereicht, jetzt nehme ich mir ein bisschen Cornflakes. Mit Altromilch. Und Michelle, geht's? Naja, dafür braucht man so viel Geduld. Ich habe auch mit Mama versucht, aber schnell aufgegeben. Ich bin im Wohnzimmer mit Michelle und wir machen gemeinsam einen Puzzle. Das macht eigentlich mehr die Michelle. Und da ich leider keine Geduld habe, muss ich mehr zuschauen. Ich habe mich noch immer nicht umgezogen, weil wir bis jetzt in der Küche waren und geredet und gegessen haben. Und ja, jetzt ist schon ganz, ganz spät. Die Lara und die Luisa habe ich schon ins Bett gebracht und die Mama habe ich auch ins Bett gebracht. Ihr ging es nicht so gut, weil in der Nacht hat zu wenig geschlafen. Sie hat eine Nacht davor Kuchen für die Lara und die Luisa gebacken, für Kindergarten, Pancakes. Habe ich richtig ausgesprochen? Das kann ich nie aussprechen. Pancakes. Pancakes, yes. Und ja, deswegen ist sie heute früh ins Bett gegangen. Ich möchte mich von euch jetzt auch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis nächstes Mal. Baba.